Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Abend haben wir eine freie, eine offene Telefon-Talkshow. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr euch mit mir hier unterhalten wollt, egal über welches Thema. Ihr müsst halt nur diese Telefonnummer hier wählen. 0800 5678 111. Oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Und wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Ich bin gespannt auf den ersten Anrufer heute Nacht. Das ist der Markus und Markus ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Markus, was ist dein Thema? Mein Thema ist, mein Gesicht ist hässlich. Dein Gesicht ist hässlich? Ja. Beschreib dein Gesicht mal. Also mein Gesicht ist voll nahm. Mhm. Durch einen Autounfall. Und das ist rötlich, sämtliche Stellen mit Schuppen und ich werde da nicht mit fertig. Wann war der Autounfall? 94. Mhm. Und was ist genau mit deinem Gesicht passiert durch diesen Autounfall? Ich hatte Glassplitter in meinem Gesicht. Mhm. Die mussten groß operiert werden. Mhm. Sind diese Narben jetzt durch das ganze Gesicht auch auf der Stirn zu finden? Ja, auf der Stirn, im Gesicht, auf den Backen, am Kinn, am Hals. Mhm. Wie kommt die Verschuppung zustande, von der du gerade gesprochen hast? Ich muss eine Creme drauf tun. Und daher rötet sich das noch mehr an. Mhm. Und dadurch entstehen so, ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll, wie Schuppen sieht das, die Schuppenflechte auf die Narben halt. Mhm. Weil das juckt auch und dann juckt man sich auch am Zimmer da dran. Mhm. Ja, und wie ist denn dieser Unfall eigentlich überhaupt passiert damals, 1994? Das war, wir saßen im Auto, wir kamen von einer Diskothek und das war auch Glatteis draußen und wir hatten 100 drauf gehabt und da kam ein Auto entgegen. Mhm. Warst du der Fahrer oder warst du Beifahrer? Ich war Beifahrer. Ja. Vorne, du saßt vorne. Ich saß vorne mit ihm. Wir saßen mit zu zweit im Auto. Mhm. Und da war einer, ein Holländer, der war nachher auch noch bei uns im Krankenhaus. Der wollte jemand überholen. Und wir mussten ausweichen. Da sind wir bei den Schleudern gekommen. Mhm. Und dann sind wir ein bisschen runtergegangen. Mhm. Und wir haben uns ein paar Mal überschlagen. Mhm. Und dann ist das Glas des, eures Autos dir ins Gesicht geknallt? Ins Gesicht, ja. Die ganze Windschutzscheibe ist bei uns ins Gesicht reingekommen. Mhm. Nun ist das ja schon so sicher, also relativ sicher, dieses Glas, aber dennoch hat es so einen Schaden, das zerfällt ja, das Autoglas, wenn es kaputt geht, aber dennoch hat es so einen Schaden angerichtet bei dir. Ja, ja. Das ist richtig zersplittert. Mhm. Warum, das wissen wir heute noch nicht. Mhm. Nun liegt das 6 Jahre zurück, 7 Jahre zurück schon, ja. Fast. Mhm. Hat sich der Zustand dann etwas verbessert oder hast du den Eindruck, dass es irgendwie schlimmer wird und die Rötungen, die Verschuppungen, dass es immer unansehnlicher wird? Ja, die Rötung, das wird schlimmer durch die Salbe, weil das Ätten, das ist eine starke Salbe und die Ärzte haben zu mir gesagt gehabt, dadurch wird das etwas weggehen, wird das verblassen, so was man das nicht mehr sieht. Ich muss auch so ein Make-up benutze ich, aber das kommt immer wieder durch. Bist du denn schönheitschirurgisch behandelt worden? Hat man mit der Haut irgendwas gemacht? Man kann ja heutzutage viele Dinge kaschieren oder rückgängig machen oder wiederherstellen. Nein, das haben sie nicht gemacht. Hm. Hast du denn da mal drüber nachgedacht und dich beraten lassen? Ja, ich war in Düsseldorf in einer Klinik. Hm. Die haben gesagt, das zählt unter eine Schönheitsoperation. Mhm. Die haben mit meiner Krankenkasse telefoniert, was die das übernehmen, aber die übernehmen das nicht. Naja, aber da würde ich schon mal noch ein bisschen intensiver mich erkundigen. Ich meine, du bist ein Unfallopfer und du hast offensichtlich enorme psychische Probleme damit. Eigentlich müsste die Krankenkassen oder deine Krankenkasse das übernehmen. Ja. Du sagst, lass uns noch etwas über deinen Alltag reden. Du sagst, dass du so sehr unter deinem Gesicht leidest, weil das Gesicht so hässlich ist. Ja. Was bedeutet das?
sitzt du fast nur alleine zu Hause und hast dich zurückgezogen? Ja, ich sitze nur zu Hause alleine. Nach der Arbeit. Was arbeitest du? Ich bin auf einer Sektkellerei. In der Sektkellerei? Ja. Mhm. Und Freundeskreis? Da hat sich alles abgewandelt. Meldet sich keiner mehr. Mhm. Melden die sich nicht mehr oder meldest du dich nicht mehr, weil du dich schämst und Hemmungen und Komplexe hast? Nein, ich hatte versucht, mit denen noch zu sprechen, mit meinem besten Freund, da wo ich immer mit auf Disco gegangen bin. Mhm. Ja, und der meldet sich jetzt gar nicht mehr. Der hat gesagt, durch dich kriege ich keine Frauen mehr ab. Ach so, das hat er ja gesagt zu dir. Ja, und das ist hart. Apropos Frauen, wie läuft das bei dir? Auch gar nichts? Nein, die finden mich alle ekelig durch mein Gesicht halt. Mhm. Lebst du alleine oder bei deinen Eltern noch? Nein, ich lebe alleine. Hm. Wie sieht dann der normale Alltag bei dir aus? Du gehst morgens zur Arbeit, bist den ganzen Tag in der Sektkellerei und dann kommst du irgendwann abends nach Hause? Ja, was passiert dann? Ja, dann gehe ich mich duschen, creme ich dann damit die Creme ein, ja, und dann gucke ich den ganzen Tag Fernsehen. Also immer zu Hause, auch am Wochenende? Auch am Wochenende. Was machst du in deinem Urlaub? Sitze ich nur zu Hause. Sucht dich überhaupt niemand? Nein. Hast du denn noch Eltern? Ja, aber die wohnen etwas weiter weg. Wie weit weg wohnen die denn? 350 Kilometer. Mhm. Und telefonisch gibt es auch keinen Kontakt zu irgendeinem Verwandten oder zu irgendjemandem von früher? Ja, doch, zu meinen Eltern noch. Ja gut, zu den Eltern, aber sonst dann? Sonst keinen. Das heißt, du bist eigentlich ein fast einsamer Mann, ein ganz einsamer Mann. Ja. Ich traue mich auch so jetzt keine Frauen mehr anzusprechen, weil ich ja schon so viele Abfuhren gekriegt habe. Ja, vor allen Dingen, wo sollst du die ansprechen, wenn du immer zu Hause bist? Ja, das war ja jetzt nicht so, dass ich jetzt immer zu Hause geblieben war. Vorher war ich ja auch noch mit auf Diskos. Ach so, das ist so, in der letzten Zeit ist das so eskaliert, dass du eigentlich jetzt nur noch zu Hause bist. Das war früher in die ersten Jahre nach dem Unfall noch nicht so dramatisch. Nein. Das fing erst nach 2 Jahren nach dem Unfall an. Wenn man einen eigenen Haushalt führt, muss man auch schon mal einkaufen gehen und gewisse Dinge erledigen, verschiedene Dinge. Ja, das mache ich über ein Telefon. Wie, du lässt einkaufen übers Telefon? Ja. Wie geht das? Rufst du beim Supermarkt an und sagst hier... Das ist ein Rewe-Center, die rufe ich dann an und die bringen mir das. Also du hast auch Scheu und schämst dich dann, in den Supermarkt zu gehen und was einzukaufen? Ja. Wie sind denn die Reaktionen in und auf deiner Arbeit? Ja, die sehen ja mein Gesicht nicht, weil ich muss ja eine Maske tragen. Du musst immer eine Maske tragen? Ja, das verlangt mein Chef. Du müsstest das aber eigentlich nicht. Bitte? Du müsstest das medizinisch aber nicht eine Maske tragen? Nein. Denn läufst du bei der Arbeit immer mit einer Maske rum? Ja. Wie sieht diese Maske aus? Einfach nur so zwei Augenschlitze? Wie so eine Motorradmaske. Und das verlangt dein Chef, weil du zu unansehnlich bist? Ja. Das ist aber auch sehr demütigend, ne? Ja. Ist es nicht sehr unangenehm, den ganzen Tag so eine Maske aufzuhaben? Schwitzt man da nicht runter und klebt das nicht, oder? Ja. Das ist das ja. Ich wollte da schon aufhören. Was genau machst du denn in dieser Sektkellerei überhaupt? Ich setze Flaschen auf. Das heißt, du arbeitest auch wirklich in einem Keller den ganzen Tag? Ja. Das ist deine Wohltat, wenn du nach Hause kommst und das Ding runterziehen kannst. Ja. Ich traue mir das auch. Ich traue mich auch nicht mehr in ein Auto reinzugehen. Ich fahre nur noch mit dem Fahrrad. Wie weit entfernt wohnst du von deiner Arbeitsstelle? Ungefähr 1 Kilometer. Fährst du dann, wenn du mit dem Fahrrad dahin fährst, auch mit Gesichtsmaske oder ohne? Ja. Auch mit Gesichtsmaske? Ja. Auf den schnellsten Wege nach Hause. Gibt es dann, also wie du das jetzt schilderst, hört sich das so an, als hättest du eigentlich außer deiner Arbeit mit gar keinen menschlichen Kontakt, nirgendwo. Nein. Und du bist sonst? Ich habe schon so oft versucht, mit jemandem nochmal Kontakt aufzunehmen, aber die wollen alle nicht mehr. Du bist sonst körperlich gesund, bist fit. Ja. Und der Autounfall hat ausschließlich diese Schäden bei dir verursacht. Du warst nicht sonst noch verletzt. Nein, ja, und die Hände auch noch. Hattest du eigentlich damals, als das passiert ist, hattest du deine Freundin? Ja.
Und die hat dich auch deshalb verlassen? Deshalb verlassen. Wie lange lagst du im Krankenhaus damals? 7 Monate. 7 Monate? Ja. Mhm. Also Markus, es muss was passieren, ne? Finde ich. Du bist ein junger Mann von 24 Jahren. Du hast einen schweren Autounfall hinter dir und siehst wahrscheinlich wirklich nicht sehr ansehnlich aus. Aber ich glaube, das muss heutzutage wirklich nicht so bleiben. Und wenn dir ein Arzt oder wer auch immer da was erzählt hat, das übernimmt die Krankenkasse nicht. Das glaube ich nicht. So wie du deinen Zustand jetzt beschrieben hast, muss jede Krankenkasse in Deutschland einen schönheitschirurgischen Eingriff bezahlen. Ja, aber ich war selber schon öfters auf der AOK, auf meiner Krankenkasse, selbst persönlich, habe auch gesagt, aber ich psychisch fertig bin damit, ich wollte mir auch schon selber das Leben nehmen. Nein, ich glaube, dass du das so gar nicht einfädeln solltest. Du brauchst einen Arzt, du brauchst ein psychiatrisches, psychologisches Gutachten und von diesen Stellen aus muss das dann eingefädelt werden. Ich möchte gern, dass du jetzt mit meinem Psychologen redest. Mhm. Und der soll dir und wird dir diesbezüglich ein paar Ratschläge geben, wie man das macht. Mhm. Ja. Bist du denn willens, dann auch mitzuziehen, wenn es irgendwie vorangeht? Ja, natürlich. Mhm. Ich möchte ja gerne mal wieder an die Leute. Mhm. Was ist so dein Traum, dein Wunsch? Nehmen wir mal an, durch eine Operation würde das Gesicht ein bisschen schöner aussehen. Es wird nie so aussehen wie vorher wahrscheinlich, aber ein bisschen besser vielleicht. Dass du damit leben kannst. Was wäre so dein Traum, was du gerne machen möchtest? Ja, mein größter Traum wäre mal wieder eine Freundin zu haben. Mhm. Mhm. Weil mir tut das selber sehr weh. Mhm. Markus, du legst bitte jetzt auf und wirst von meinem Psychologen, dem Peter, der ist heute Abend hier, zurückgerufen. Mhm. Und dann sprecht ihr beide in Ruhe weiter, okay? Ja, okay. Von Herzen alles Gute und toi 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 für hoffentlich die Dinge, die vor dir liegen. Okay, danke. Auf Wiederhören. Ja, ich wünsche dir auch viel Spaß. Dankeschön. Wahnsinnige Nacht. Könntest du mir vielleicht noch ein Autogramm schicken? Das machen wir. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Okay? Okay. Aber die kannst du dem Peter gleich geben, dem Psychologen, okay? Ja. Alles Gute, auf Wiederhören. Besten Dank. Tschüss. Tschüss. Meine Telefonnummer, wenn ihr mich erreichen wollt, 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Wir haben heute Freithemen, eine offene Sendung und das heißt, ihr könnt mich anrufen wirklich zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt, mit mir reden wollt, hier live im Radio heute Nacht und live im Fernsehen. Rita, begrüße ich herzlich, 49 Jahre alt. Hallo. Ja, guten Abend, Domian. Du klingst aber jünger als 49. Nee, bin ich aber nicht. Am 2. März werde ich 50. Hey, hey, hey. Ja. Also eine jungklingende Rita. Ja, das sagen sie alle. Meistens, wenn jemand anruft, der sagt, kannst du mir mal die Mama geben. Ja. Aber das ist doch schon mal ein schönes Kompliment, ne? Ja, wenn man das so klar hört. Aber die Stimme klingt etwas traurig. Ja, vorgestern sind wir aus Köln gekommen von einem Bewerbungsgespräch aus Ehrenfeld. Und dann bin ich mal zufällig, sonst bin ich ein Nachtmensch, sehr früh ins Bett gegangen. Mhm. Und genau da, das hätte ich besser nicht gemacht, da kriege ich um 23:30 einen Anruf, springe aus dem Bett raus und da ist meine Mutter gestorben. Und Vorgestern war das? Ja. Plötzlich verstorben? Nein, sie hatte 7 Schlaganfälle. 7 Schlaganfälle? Ja, und wahrscheinlich war das in der 8. Und sie ist ganz einfach still eingeschlafen und mein Papa ist immer 24 Stunden bei Mama gewesen und genau in der Minute nicht. Und das war halt ziemlich schlimm. Dann haben wir uns ein Taxi genommen, unsere Tochter, mit der ich aus Köln kam, die ist 18 geworden und sind dann hochgefahren und haben uns dann von Mama persönlich noch quasi verabschiedet. Wie weit entfernt wohnt ihr? Wie viele Kilometer? Ja, so circa 2, sag ich mal. Ach so, das ist also ganz nah. Ja, das ist ganz nah. Sind wir dafür, das alles zusammen. Ja. Ist deine Mama zu Hause gestorben oder? Ja. Zu Hause. Ja, mhm. In ihrem Bett. Mhm. Und dein Vater war in dem Moment zufällig nicht gerade bei ihr? Ja, nicht am Bett. Nicht am Bett. Genau in dem Moment, in Sekunden. Mhm. Ja. Wie alt ist deine Mutti geworden? 76. Ja. Mhm. Wir sind 5 Geschwister und also ich bin die Älteste. Und die letzte Zeit konnte ich eigentlich nicht mehr so alles verkraften, weil ich halt schweres Gelenkrheuma habe und ganz dick
Zucker und das ist alles an einem Tag rausgekommen durch die Blutergebnisse und ich bin einfach fix und fertig, nervlich mit allem drum und dran. Wann ist das rausgekommen bei dir, dass du auch schwer krank bist? Ja, was heißt schwer krank? Na gut, also auch, dass du erhebliche Erkrankungen auch hast, sagen wir so. Ja, Moment, wann war das? Am 10. Oktober. Am 10. Oktober. Mhm. Ja. Deine Mama? Ich hatte immer alles aufgeschoben und irgendwann mit hatten die Knochen so, es ging nicht mehr. Und deine Mama hat aber auch sehr schwer leiden müssen, ne? Wenn sie sieben Schlaganfälle hinter sich hatte. Ja. Wie war denn ihr Zustand in den letzten Wochen? War sie noch ansprechbar? Ich war die letzten Wochen nicht mehr zu Hause, weil ich konnte nicht nervlich. Ne? Mhm. Ansprechbar schon, aber sie hat es nicht mehr realisieren können. Ne? Mhm. Ja, war ganz, das, ganz schlimm. War denn für euch, lag es denn irgendwie so in der Luft, dass... Ja, es war vorauszusehen, ja, aber irgendwie kommt es immer zu plötzlich. Ne? Genau an diesem Abend geht man mal etwas ernst, sonst bin ich ein Nachtmensch, gucke sehr oft deine Sendung und dann, man hat es geahnt, dann wird man angerufen und mein erster Schrei war, der Mama ist was passiert und so war es auch. Ne? Es hat deine Mama so sehr gelitten, sie war so schwer krank. Natürlich ist das immer ein ganz schwerer Schmerz. Aber mit super Geduld, Domian. Mit super Geduld. Meinst du denn, in deiner Trauer und in deinem Traurigsein jetzt, mischt sich denn da so ein bisschen vielleicht auch das Gefühl ein, das ist eine Erlösung für meine Mama? Ja, ganz klar. Für alle. Vor allen Dingen mein Vater, der konnte nicht mehr. Ne? Er hat alles gemacht, 24 Stunden. Ne? Wie lange hat deine Mama denn überhaupt gelegen und gelitten? Wann war der erste Schlaganfall? Ja, circa vor 5 Jahren. Vor 4 Jahren. Ich weiß nicht mehr. Jahre. Genau. Also die Daten weiß ich wirklich nicht. Ich weiß nur mein Papa. Ne? Aber wann hast du sie jetzt zum letzten Mal gesehen und gesprochen? Ich zum allerletzten Mal Tag vor Heiligabend und davor aber einige Monate nicht, weil ich konnte nicht mehr nervlich. Machst du dir jetzt nachträglich irgendwie Gewissensbiss und Vorwürfe? Nein, überhaupt nicht, nein. Ich habe auch keinen Konflikt mit Papa, gar nicht. Nein, überhaupt nicht. War auch alles total schön. Also dieses Verabschieden zu Hause fand ich so toll. Aber wir haben selber ein behindertes Kind und die ist in einem Wohnheim und die kommt jetzt am letzten dieses Monats wieder für immer nach Hause, weil die ist schwer krank mit der ganz schlimmen Psychose. Also hast du aber wirklich auch einiges mitzumachen. Du hast ein schwer krankes, behindertes Kind, du bist erkrankt, die Mama war selber nicht gut drauf, sag ich mal. 5 Jahre hat sie gelegen. Ja, und dieses Kind haben wir adoptiert und ist ganz hart gewesen die ganze Zeit, ja. Hast du Angst vor jetzt vor dem, was noch dir bevorsteht, vor der Beerdigung beispielsweise? Was heißt Angst? Ja, eigentlich schon, ja. Ein bisschen schon, ne? Sag ich mal. Aber wir haben heute zum Beispiel, sind wir dort gewesen, wo sie jetzt ist und das war auch super schön. Nochmal zu verabschieden. Sie ist jetzt in einer Leichenhalle? Ja, aber schön. Ganz toll anzusehen, ganz frisch, hat Blümchen in der Hand, wunderschön. Wenn man schön dazu sagen kann, also, ne? Hat sie denn einen besonderen Wunsch noch gehabt, wie sie beerdigt werden möchte? Oder wie die Trauerfeier vielleicht ablaufen möchte? Das weiß ich gar nicht so. Ich denke mal, sie wird sich freuen, wenn wir alle da sind und wenn ganz viele Freunde da sind und eine große Verwandtschaft und ihre Geschwister, eine ganze Menge noch. Wann wird die Beerdigung sein? Die Trauerfeier? Am Freitag. Am Freitag. Am Freitag. Also Rita, ich möchte dir mein Beileid aussprechen. Dankeschön. Auch wenn die Mama so schwer krank war, ist es natürlich ein ungeheuer Schmerz. Und das braucht natürlich auch seine Zeit, ehe man das ein wenig verwunden hat. Ne? Ja, ist auch gut, dass sie die Krankheit von unserer Tochter nicht mehr so mitbekommen hat. Weil die war lange Zeit in der Psychiatrie, einmal ein halbes Jahr. Danach ein Vierteljahr. Voriges Jahr, also 2 Weihnachtsfeste in der Psychiatrie haben wir verbracht. Dieses Jahr das erste Mal, nach einem Jahr mal nicht, hatten wir Glück. Und ich denke mir, wir holen sie für immer nach Hause. Wir haben Tiere und ich denke mal, das wird sie auch viel, viel besser. Ja. Gut, es ist viel Verantwortung und so, aber da muss ich mich halt mit ihr beschäftigen. Einfach mal hinsetzen. Ja, sicher, Freunde sagen auch, wenn du nicht kannst, setz dich einfach hin. Wein auch mal, red einfach über die Probleme. Und ich habe super Freunde und also toll, Rita, alles super toll. Ich wünsche dir, dass du diese Woche und den Freitag einigermaßen gut auf die Reihe kriegst. Ja.
und wünsche dir für deine Gesundheit und für deine Familie alles Gute von Herzen, auch mit dem Kind. Dankeschön. Ja, und alles. Deine Sendung ist so super. Da kann man wenigstens mal um Verständnis erfahren. Vielen Dank. Ja. Auf Wiederhören, Rita. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Toni ist dran. Toni ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Jürgen. Hallo Toni. Ich grüße dich. Ja, dein Vorredner hat mir in deiner Regie gerade gesagt, dass ich in diesem Gespräch schnell zum Punkt kommen soll. Hat er das gesagt? Ja, so will ich meine Mitarbeiter, dass ihr nicht lange rumschwafelt. Also komm gleich zum Punkt. Ja, eben. Deshalb wollte ich das Gespräch mit deiner Frage beginnen. Bist du schon mal einem Gorilla begegnet? Ich hätte nein. Halt. Du meinst einem wirklich Tier, einem Gorilla. Gorilla. Drei Stück auf einmal zum Beispiel. Nehmen wir an. Nein, also bin ich noch nicht. Ja. Passiert einem seltener in Köln. Ja, okay. Aber nicht, wenn man in Köln wohnt, aber ab und zu mal wegfährt. Zum Beispiel, wie ich das letzten Sommer gemacht habe, war ich nämlich von August bis Oktober in Brasilien. Mhm. Und ich habe mit einem Freund einen Amazonas-Nationalpark, Manaus, besucht. Mhm. Und wir sind da mit einer Truppe von 5 Leuten gereist. Mhm. Und wir haben uns dann irgendwann abends, haben wir uns getrennt. Die einen sind in einem Lager geblieben, wir sind vorgegangen und wollten unser Lager irgendwo etwas weiter abseits errichten. So ein bisschen, wir dachten, abenteuerlustig, wie man das macht, wenn man halt in Amazonas besucht. Mhm. Haben uns unser Zelt aufgeschlagen, Rucksäcke, alles deponiert. Und wir waren also schon recht weit reingelaufen in den Urwald, aber es waren Trampelpfade vorhanden. Mhm. Und wir saßen halt dort noch und haben noch die letzten Zigaretten weggeraucht und noch ein paar Sachen gegessen. Und auf einmal hatten wir wirklich das, was eigentlich, ja, vielleicht wirst du es mir auch nicht glauben, aber wir haben auf einmal 3 Menschen vor uns gesehen. Die kamen auf einer Lichtung, haben wir die... Nicht 3 Menschen, sondern 3 Männchen. Männchen, ja, 3 Männchen. Drei Gorillamännchen, ganz genau. In welchem Abstand? Also als wir sie zum ersten Mal gesehen haben, waren sie vielleicht auch 40 Meter von uns entfernt und haben die ganze Zeit so ein bisschen rumgedruckst und unter sich halt irgendwie auch so ein bisschen gespielt. Also wir vermuten im Nachhinein, es waren recht junge Gorillas, denn die waren halt irgendwie, also sie waren halt recht groß. Also ich bin 1,70 und 1,71 eigentlich. Und also ich schätze mal, die waren so 1,90 bis 2 Meter, waren die schon groß. So groß? Also wenn die sich Gorillas können sich aufrichten, das ist halt irgendwie das Besondere an diesen Affen. Das sind aber Pflanzenfresser. Aber wenn man dem begegnet, Domian, glaub mir, du zweifelst daran, dass die nur Petersilie essen. Naja, ein bisschen zweifle ich überhaupt, dass einem sowas in Brasilien im Urwald passiert. Ja, also wir waren geschockt und in diesen Momenten denkst du auch nicht daran, Fotos zu machen, Domian, glaubst du mir? Das ist mir völlig klar. Um Gottes Willen, gehen wir mal jetzt davon aus, dass es stimmt. Was macht man denn in der Sekunde? Das ist doch, man ist doch wahrscheinlich in absoluter Todesangst, oder? Ja, also ich bin ganz ehrlich, man kann dann befolgen, was Heinz Siemann gesagt hat oder was jedes Mal in irgendwelchen Naturfilmen gesagt wird. In dem Moment ist das scheißegal, was du gehört hast über, wie man sich verhalten soll und so. Bei meinem Kumpel ist leider eine relative Panik aufgetreten und der hat sich sofort zurückgemacht. Also es war noch recht hell und hat versucht, der wollte halt zu dem Camp zurücklaufen. Mhm. Das waren ungefähr noch 6-7 Kilometer. Der war einfach nur vor Panik ergriffen und die waren auch recht nah schon an uns dran. Ja, was geschah dann? Der Kumpel ist weggelaufen? Also ich kann nur sagen, dass das Resultat war eine Gehirnerschütterung und 2 angebrochene Rippen. Die hatte ich nämlich abbekommen, weil ich nicht weggelaufen bin. Moment, das heißt, die haben euch oder dich angegriffen? Ja, was heißt angegriffen? Sie sind dann irgendwann zu uns gekommen und ich wollte einfach nicht weglaufen, weil ich einfach ein bisschen, ich weiß nicht, also ich hatte Schiss ohne Ende. Dass ich mich in die Hose gemacht habe, war also wirklich sehr wahrscheinlich nur eine Eitelkeit. Aber wie gesagt, also einer kam dann auf mich zu und hielt mich halt irgendwie. Der kam zu mir und packte, also deshalb kann ich sagen, als ich diese Muskelberge gesehen habe, wusste ich, jetzt muss ich auch weg. Und dann bin ich halt versucht wegzulaufen, rückwärts bin ich gelaufen, weil ich einfach geschockt war. Und dann hat er mich halt weggestoßen, so, also wirklich weggestoßen. Also redest du immer von einem, da waren aber am Anfang 3, ne? Da waren die anderen 2 haben sich, mit ehrlich gesagt, auf unsere Rucksäcke gestürzt. Also was heißt gestürzt? Die saßen nachher drauf. Ich habe nachher nur noch gesehen, wie die an den Rucksäcken irgendwie am Wühlen waren. Und das Einzige, das ist das Resultat, was sie mitgenommen haben, war übrigens so ein kleines Kopfkissen, was ich immer auf Reisen dabei habe. Das haben sie entwendet. Und wie gesagt, der eine, nachdem ich mich dann versucht habe, totzustellen, also ich bin dann in Panik, der hat mich umgehauen, ich lag dort. Und wusste erstmal gar nicht, was ich machen soll. Und wie gesagt, also der hat, ich glaube, ziemlich verdutzt geguckt, weil... Also du hast toter Mann gespielt? Bitte? Du hast toter Mann gespielt. Ja, also ich daraufhin hat er von dir abgelassen.
Ja, er hat also direkt das Interesse, also er hatte auch gar kein Interesse, glaube ich, mich zu fressen oder irgendwie mich fertig zu machen. Mhm. Der hatte einfach, glaube ich, nur los zu spielen. Der war eigentlich fast verdutzt. Und dann haben die sich, und dann haben die sich zurückgezogen, alle drei. Bitte? Und dann haben die drei sich zurückgezogen. Ja, also der andere ging dann mittlerweile zu den anderen zurück, da wo unser kleines Lager dann aufgestellt war. Und schaute dann halt irgendwie auch zu den Sachen und dann sind die irgendwie so, wie sie aufgetaucht sind, hinter unserem Lager. Ich lag da, ich habe es nicht weiter verfolgt. Was ist denn mit deinem Kumpel? Der war schon über alle Berge, oder was? Der war über alle Berge. Ich habe dann 30 Minuten später kam er wieder angelaufen und meinte, er hätte sich irgendwo nur versteckt. Und Was hast du denn während dieser 30 Minuten gemacht? Ich habe mich nicht bewegt. Du hast 30 Minuten still da gelegen? Ich habe da still gelegen und dachte mir, hoffentlich ist nichts, also ich hatte auch etwas. Was geht einem denn in diesen 30 Minuten durch den Kopf? Ich habe ehrlich gesagt nur gedacht, hoffentlich sind die nicht in das Zelt irgendwie reingegangen und oder machen sich es da bequem. Ich wollte nur, dass die weggehen irgendwie, weil ich da. Wie, du hast Angst, dass die es sich bequem machen im Zelt? Hat man da nicht Angst, die kommen wieder und hauen mir die Birne kaputt? Das meine ich natürlich damit. Ich dachte, das war jetzt ein bisschen ironisch ausgedrückt. Mhm. Ich hatte einfach nur Schiss, dass die da irgendwie noch bleiben und mit uns ein bisschen weiterspielen. Also das ist ja wirklich der Wahnsinn. Entweder, ich hoffe, dass du mir anstelle eines Bären keinen Gorilla aufgebunden hast. Nee, also wenn ich dich hätte verarschen wollen, hätte ich dir irgendwas anderes erzählt. Das klingt wirklich völlig abgefahren. Habt ihr das den Einheimischen erzählt? Ja, also wir sind dann, das war ja so, ich hatte ja Schmerzen, weil der mich erwischt hatte. Ich hatte, wie gesagt, nachher bin ich untersucht worden und es waren zwei Rippen angebrochen. Mhm. Also wir sind dann nachher nochmal in das Camp gefahren, wo die anderen drei waren und ein Pferd. Wir hatten ein Pferd dabei, weil der Führer immer so ein Pferd dabei hat, falls einer mal ein bisschen schwächelt und so. Mhm. Und dann sind wir in das 30 Kilometer weit entfernte Krankenhaus dann gefahren. Was heißt Krankenhaus? Wie haben die das denn kommentiert, die Brasilianer? Also ja, wie gesagt, der Typ hat mich erstmal angeschissen, weil wenn ich gestorben wäre, dann hätte der wahrscheinlich auch noch einen weggekriegt, weil er also eigentlich für die, verantwortlich ja, war. Also für die war das dann nicht so was Besonderes. Das heißt, die rechnen mit der Gefahr da. Also also mir hat nie einer was gesagt von wegen, pass auf, geh da nicht, pass auf Gorillas auf. Ich meine, die Leute, es gibt Forscher, die setzen sich Jahrzehnte in den Urwald, um die zu filmen. Mhm. Und mich haut einer um. Also, ich glaube, da hast du dann den Schock fürs Leben weg, ne? Zumindest, vielleicht nicht Schock fürs Leben, aber einen tiefen Eindruck fürs Leben. Ja. Wenn es denn stimmt. Ja, aber wie gesagt, gehe mal davon aus, dass es stimmt. Strange Geschichte, das weiß ich. Aber ich weiß nur, dass ich dieses Jahr wieder nach Brasilien fahren werde, allerdings um Karneval zu feiern, und zwar in Rio. Ja, das ist das auch wird schön. Super geil. Also Toni, das war Toni, 23 Jahre alt, der in Brasilien von drei Gorillas angegriffen wurde. Von einem. Die anderen beiden saßen auf unserem Rucksack. Gut, aber es waren drei Gorillas da, ne? Junge Gorillas. Ja, also das letzte Mal, die waren nicht allzu alt. Viel Spaß in Brasilien beim Karneval. Ja, auf jeden Fall. Und Vorsicht, ne? In jeglicher Beziehung. Tschüss. Mach's gut. Ciao, Domian. Tschüss. Drei Gorillas. Ramona, 40 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, was ist dein Thema? Ich hatte im August am 24. einen schweren Verkehrsunfall. Ja. Mit meinem zweijährigen Sohn. Wir saßen bei uns im Stadtverkehr. Und da ist ein PKW in die Seite reingefahren. Und der Busfahrer musste eine Vollbremsung machen, da vor ihm noch im Auto gefahren ist. Und ich habe versucht, meinen zweijährigen Sohn zu schützen. Du saßt in einem PKW? Nee, ich war im Bus. Du saßt im Bus? Sohn. Ach so. Mein Sohn saß und ich stand, weil der Bus ziemlich voll war. Weil der Paki immer so gibt im Bus, weil die immer Vollbremsung machen an den Ampeln. Die fahren manchmal wie die Verrückten. Und in dem Moment haben wir den Aufprall gemerkt und der Busfahrer tritt auf die Bremse. Und ich hatte eine Gipsschiene um den linken Arm und habe ihn mit dem rechten Arm versucht zu schützen. Und er ist auch mit dem Kopf hin und her geflogen. Und ich bin dann auch nur weggerutscht, habe das aber gar nicht so registriert bei mir. War nur auf meinen Sohn bedacht, mir war zwar ein bisschen schlecht. Und da habe ich nur den Busfahrer noch gefragt, wo wir dann gestanden haben, ob er die Tür aufmachen kann. Dass ich ein bisschen frische Luft kriege, sagt er ja. Dann kam ein Krankenwagen und Polizei und dann haben sie gefragt, ob jemand was passiert ist. Haben wir gesagt, nee, mir ging es ja dann auch gleich wieder besser da draußen. Und der kleine, der zweijährige Sohn war dann mit draußen auch? Ja, der war mit draußen und der Krankenwagen ist wieder weggefahren. Da hat die Polizei uns befragt und dann fing er an zu brüllen auf einmal. Und die Beine sind weggesackt und er war wie, als ob er einen getrunken hatte. Und da hat die Polizei nochmal einen Krankenwagen geholt.
Dann sind wir bei uns ins Krankenhaus hochgefahren. Ja. Da hatten die Notärztin da im Krankenhaus in die Augen geguckt, den Kopf abgetastet und hat gesagt, sie können ihren Sohn wieder mit nach Hause nehmen. Ja, also, ich war fix und fertig. Mhm. Also die, aufgrund nur des in die Augen Schauens, sagte, ist nichts passiert. Ja, ich könnte das zu Hause besser beurteilen, wenn er abbrechen würde, als wie wenn er hier im Klinik... Und dann, wie ging es weiter? Dann waren wir zu Hause. Dann habe ich den Kleinen hingelegt. Er hat dann auch ein bisschen geschlafen. Mhm. Und wie ich dann abends zur Ruhe kam, wo der Kleine im Bett lag, fing bei mir die Schmerzen an. Ich konnte mich kaum noch bewegen. Mhm. Ich konnte meinen Kopf nicht mehr bewegen. Es war extrem. Mhm. Dann habe ich meinen Hausarzt angerufen. Er ist abends 9:45 noch vorbeigekommen. Mhm. Hat mir eine Spritze gegeben, dass ich erstmal die Schmerzen, ein bisschen... Mhm. Also wart ihr jetzt wieder erwarten, beide doch schwerer verletzt, als das angenommen, oder wie? Ja. Also was hast du denn gehabt? Ich habe den linken Daumen, Trümmerfraktur, da wurde eine Metallplatte jetzt rein operiert. Und das hast du nicht gemerkt, direkt nach dem Unfall? Nein, habe ich nicht gemerkt. Ich war so geschockt. Eine Trümmerfraktur im Daumen, nicht gemerkt? Nein, ich war so bedacht, hat auch der Doktor gesagt dann. Also sogar, du bist dann noch ins Krankenhaus gefahren, wieder nach Hause und hast es nicht gemerkt zu Hause? Nee, ich habe das nicht gemerkt. Ich war so nur auf den Kleinen bedacht. Das war eine Schockreaktion. Mhm. Also was noch? Trümmerfraktur? Und dann im vierfachen Bandscheibenvorfall im Halswirbel. Du liebe Zeit. Und der Kleine? Der Kleine hat eine starke Schädelbrennung, dass der Hinterkopf immer noch geschwollen ist, seit 5 Monaten. Mhm. Er sagt auch zwar immer, aua Kopf noch. Mhm. Ich musste ihn auch schon aus der Krippe rausnehmen. Mhm. Weil er ständig krank wurde in der Krippe, wurde auf den Kopf geschlagen, dann hat er gebrüllt. Bist du oder seid ihr ins Krankenhaus dann nochmal eingeliefert worden? Nicht deswegen. Ich bin nur wegen der Operation für den Daumen eingeliefert worden. Mhm. Und da hat das Krankenhaus drauf bestanden, dass ich die Halskrause abmache, weil mein Unfallchirurg gleich eine Halskrause von mir gemacht hat. Mhm. Und aber Ramona, das Verrückte ist ja an dem, was du erzählst, dass du das auch von dir erst überhaupt gar nicht bemerkt hast, ne? Ja, ich habe meinen Unfallchirurgen gefragt, wie das zustande kommt. Sagte, das ist die Schockreaktion, weil du nur auf deinen Sohn erstmal bedacht hast. Ja, dann hast du deine Schmerzen und alles. Unterdrückt. Ja, oder gar nicht wahrgenommen, ne? Ja, ich habe das gar nicht registriert, in dem Moment, dass mir was passiert ist. Wie geht's denn dem Kleinen denn jetzt heute? Den Kleinen geht es schon ein bisschen besser, aber mir ganz schlecht. Die geht's schlecht? Ja, ich war am Montag beim Neurochirurgen, beim zweiten mittlerweile. Geht's jetzt um die Rückengeschichte? Halswirbel. Um den Halswirbel. Mhm. Ja, der Daumen ist ja nun steif gestellt. Mhm. Mhm. Und der hat mir gesagt, dass sie das nicht operieren können, da ich dann Querschnittsgelähmt bin. Weil die Bandscheibenvorfälle kurz hintereinander sind. Ja, wie soll das weitergehen jetzt? Ich soll jetzt laufend Schmerzmittel nehmen und Punktion und Schmerztherapie. Also das heißt, das hast du noch eine ganze Weile, da bist du eine ganze Weile mit beschäftigt. Ja. So schnell wird das sich nicht... wird sich auch nicht bessern. Ja. Ich hatte schon Schmerztherapie gekriegt im Krankenhaus. Mhm. Daraufhin war ja dann die linke Seite gelähmt war. Mhm. Hat sich aber wieder gegeben, wo die Halskrause drum war. Du liebe Zeit. Und das alles wegen eines relativ kleinen Unfalls mit dem Bus, ne? Ja. Und ihr wart im Bus. Ja. Auf jeden Fall ist es schon mal, also das, gut daran ist, dass der Kleine einigermaßen sich wieder bessert, ne? Der Zustand von ihm bessert. Ich wünsche dir von Herzen, dass es bergauf geht und dass du nicht so viel Schmerzen aushalten musst. Ja, das ist ja das Problem, Thomas. Ich schlafe jede Nacht nur 2 Stunden. Mhm, glaube ich. Ich weine jeden Tag. Ich bin am Ende. Mhm. Ich habe schon gesagt, es wäre besser gewesen, wenn ich tot gewesen wäre. Nein, das darfst du nicht sagen, wenn du ein zweijähriges Kind hast. Ja, ich muss an den Kleinen denken. Na, aber wirklich, wenn man keinen hat, Thomas, mit dem man drüber sprechen kann. Ja, du bist alleinerziehende Mutter. Ja, ich bin alleinerziehende Mutter. Meine Geschwister wohnen alle 500 bis 600 Kilometer weiter weg. Mhm. Ich habe nur einen Vater und mit dem kann man darüber nicht sprechen. Mhm. Und das ist sehr schlimm, wenn man auch keine Unterstützung kriegt. Mhm. Natürlich, klar, verstehe ich. Ich bräuchte eine Pflege zu Hause, weil ich Linkshänder bin. Und jetzt nur die linke Hand, der Daumen steif gestellt. Mhm. Ich kriege keine Unterstützung, überhaupt nicht. Also, zum Reden kann ich dir auf jeden Fall auch anbieten, jetzt ein Gespräch mit meinem Psychologen. Ja. Und ich bitte dich, das auch anzunehmen, denn das ist sicher nicht schlecht und kann eigentlich nur nutzen. Ja. Du legst bitte auf und der Peter ruft dich gleich wieder an und ich wünsche von Herzen alles Gute. Ja, danke. Ja, alles Gute. Tschüss. Auf Wiederhören.
1.38 Uhr, ein bisschen verspätet. Und wie viele Sekunden? 17 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 25 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Fallthemennacht. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Und morgen haben wir ein festes Thema. Das Thema heißt, da war ich ein Feigling. Also, Hand aufs Herz. Wann wart ihr in eurem Leben schon mal feige oder sogar sehr feige, wofür ihr euch im Nachhinein sehr schämt? Und ihr vielleicht einiges verpasst habt zu tun. Also da war ich ein Feigling. Das ist unser Thema morgen. Wiebke, 28 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wiebke, wie geht's dir? Danke, gut. Und selbst? Danke, auch gut. Vielen Dank. Erstmal ein gutes neues Jahr. Ja, wünsche ich dir. Dir auch. Danke. Ja. Und mein Thema ist Boris Becker und die Schlammschlacht, die da gerade ist. Ja. Heute hat man nichts gehört, ne? Glaube ich heute. Nee, heute nicht. Aber die ganze Woche und das regt mich einfach so arg auf. Dich regt das arg auf? Ja. Hm. Ich komme auch aus dem Ort, wo also Boris herstammt. Ist es wahr, aus Leimen? Ja, Leimen, ja. Das heißt, du kennst ihn von früher vielleicht? Von früher, ja, vom Schwimmbad alles, da hat man alles mal gesehen oder so. Kennst du ihn persönlich auch? Ja, ja, also wir sind mal neben ihm gesessen, wo er dann das Bein gebrochen gehabt hat. Wann hat er das denn gebrochen gehabt? Wie lange ist denn das jetzt her? Aber da war 16, er schon... 16 war er da. Ja. Ja. Da können dass sie dann eine Tennis spielen und muss da dann schwimmen gehen. Mhm. Den gibt's, ne? Aber war er denn damals auch schon so ein kleiner Star in Leimen? Ja, ja. Der ist ja sehr früh in den Tennisbereich, in die Branche reingekommen. Genau, ne? Genau. Habt ihr damals, da warst du ja auch noch wesentlich jünger, natürlich. Ja, ja, klar, so 12. Genau, so zu ihm schon aufgeguckt? War der so bekannt in Leimen? Ja, er war schon bekannt. Ja, durch die kleineren Turniere, die er ja gespielt hat, früher schon. So, dann habt ihr im Schwimmbad zusammen mit Boris Becker gesessen. Ja, und gesprochen. Und gesprochen. Was habt ihr gesprochen? Was war er so für ein Typ? Also ganz sympathisch, halt damals noch ziemlich scheu. Mhm. Und er war ja früher immer ein bisschen gehemmt, ne? Ja, die erste Zeit ja, noch. Sehr. Was ja auch sehr, sehr sympathisch war, ne? Ja, doch. Also ja. Das auf jeden Fall. Ja. Und hat halt gesagt, ach Gott, jetzt habe ich mir halt den Fuß gebrochen. Und jetzt kann ich halt mit Tennis spielen. Das war für ihn eigentlich das Schlimmste. Und ihr habt ihn dann getröstet, ihr netten genau, jungen genau. Mädchen. Genau, genau. Und gesagt, es wird schon wieder und so. So. So, jetzt bist du ja eigentlich eine Insiderin, ne? Man kriegt hier schon ein bisschen mehr mit. Ja, was sagt... Wohnst du im Moment auch noch in Leimen? Ich wohne in Leimen, auch noch. Was sagt denn Leimen zu der ganzen Dramatik im Moment? Also ich Wie ist die Stimmung in Leimen? Die Stimmung in Leimen ist eigentlich so, dass die ganzen Leute eigentlich wirklich die Barbara verabscheuen im Moment, weil sie so viel Schauspielerei auch an den Tag legt. Mhm. Ist das auch deine Auffassung? Ja. Ja. Mhm. Weil ich find einfach, der Boris ist zu anständig, ja, und den einfach dann so auszunehmen, ja. Obwohl, und einfach, irgendwas muss ja auch vorgefallen sein, ne? Ja, ich denke mir auch, es war bestimmt irgendwas. Ja, der Filou ist fremdgegangen, ne? Vermutet man. Aber was ich gerade noch sagen wollte zu der einen Frau in England, die ja da so ein Baby im Kinderwagen liegen hatte, das haben sie im Fernsehen gebracht, dass das Kind nur aus Computerimitationen so zusammengemacht wurde, dieses Bild. Ist das wahr? Also ich glaube, dass sich natürlich jetzt viel Leute da anhängen und üble Dinge verbreiten und Lug und Trug.
Ja, ich finde es aussprechen. Weißt du, ich habe damals, als die beiden zusammenkamen, schon ein ungutes Gefühl gehabt, was diese Babs angeht, was diese Barbara angeht. Ja, also ich habe immer den Eindruck gehabt, die hängt sich an ihn ran. Er ist reich, er ist berühmt. Sie war eine völlig unerfolgreiche Schauspielerin. Genau. Sehr, hat sie noch keinen Film gesehen. Natürlich, die sehr, sehr eitel ist, ne? Und plötzlich durch den Boris in die große Welt der High Society reinkam. Genau. Nur durch ihn, durch den Ruhm. Genau. Und jetzt, für mich, für meinen privaten Geschmack, bewahrheitet sich diese Skepsis, die ich damals hatte. Und die Leidtragenden sind natürlich wieder die Kinder. Absolut. Und die müssen jetzt in Amerika zur Schule gehen, obwohl der Kleine seine Freunde in München hat, ne? Und vermisst. Und vermisst, ganz genau, ja. Mhm. Also mir tut er auch sehr leid. Und ich bin da auch ganz auf seiner Seite, sofern man das von außen beurteilen kann. Mhm. Und dann einfach diese Taktik, was die schon an den Tag legt, mit dem Gericht in den USA, in Florida, wo sie zur ersten Urteilsverkündung gar nicht da war, also zu dem ersten Prozess, am ersten Prozesstag nicht da war. Ja. Und Boris ist erschienen, aber... Und er musste es ausbaden da. Ne? Erstens das, und er hat mir so leid getan, wie er da saß. Ja. Und der Richter desinteressiert, sowas gibt es bei uns in Deutschland doch gar nicht. Das fand ich ein unglaubliches Bild. Dieser Richter sitzt da, ganz Gedanken verloren und spielt an seinen Fingern so rum. Ne? Ja, und hat so Gummi in der Hand. So ein Gummi, so ein Gummi hat er in der Hand. Also das ist ein Ding, ist das, Und er saß immer da, so verlegen, der Boris, und sich andauernd an der Krawatte rumgemacht. Also der war fertig. Aber interessant ist ja, dass die Meinung in Deutschland in einem ganz großen, in einer ganz großen überwiegenden Zahl pro Boris ist. Ne? Es gibt Umfragen, dass 70-80% der Leute sagen, ja, wir stehen auf der Seite von Boris. Doch, ja. Also ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Bloß er hat ja auch damals, da wo das alles so aufgekommen ist, mit der Ehe kaputt, habe ich ja auch mal mitgekriegt, dass er aber da noch Saft gegeben hat, gell? Mit der Sabrina Settler. Ja. Wo er dann in der Bild-Zeitung geschrieben hat, ja, wer weiß, vielleicht gehe ich ja jetzt noch ins Hotel. Ja. Das muss ja dann auch wieder nicht sein auf der anderen Seite. Aber ich meine, wir müssen es ja auch so sehen, beide werden nicht am Hungertuch nagen. Nee. Ne? Beide sind schweinereich. Sie wird jetzt durch ihn schweinereich, aber er ist es ja sowieso auch. Aber du hast das Richtige gesagt, die beiden Kleinen, für die ist es natürlich super blöd. Ja, ne? Die Eltern sind getrennt, dieser ganze Trubel, immer nur bewacht von irgendwelchen Bodyguards und dann eben nicht zu Hause sein können. Der Kleine hat ja in München schon als sein Zuhause akzeptiert und anerkannt. Und dann einfach die andere Sprache noch. Genau. Ja. Ich frage mich ja die ganze Zeit, ich lese immer über dieses Apartment auf Fisher Island, ne, in Amerika. Genau. Weißt du, wie groß dieses Apartment ist? Dieses Apartment? Weißt du, wie groß? Das ist wirklich völlig verrückt. Ich denke mal, was machen die bloß da? Diese Wohnung, dieses sogenannte Apartment, hat 1000 Quadratmeter Wohnfläche. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie viel sind 1000 Quadratmeter Wohnfläche? Da geht man doch eine halbe Stunde. So groß wie meine Wohnung. Ja, da geht man. Ich jetzt mal, ne? Da geht man ja eine halbe Stunde von einem Zimmer ins andere. Ja, ne? Ewe, das ist irgendwo. Und das will sie ja auch haben, ne? Sie ist ja auch scharf darauf, dass sie. Sie hat ja auch gesagt, sie ist Luxus gewöhnt. Ja, klar, durch Boris, ne? Ja, sie hat sich den Luxus selbst aber nicht erarbeitet. Ja, ne? Sie sonnt sich im Ruhm von ihm, ne? Also, es wird wahrscheinlich so enden, dass die sich außergerichtlich einigen. Ja, man hat ja was mitgekriegt mit der Mutter. Also die Frau Becker sollte angeblich drüben sein in Florida. Ja, die war wohl auch da, ne? Oder ja, ist immer weil da gab es ja irgendeine Einigung dann. Ja. Kennst du die Frau Becker auch? Ja. Und auch eine nette Frau? Ja, doch. Ja. Also, was sieht sie als beim Becker oder so? Also die Beckers sind in Leim angesehene Leute. Ja, doch. Auf jeden Fall. Der Vater ist ja gestorben. Ja, ich weiß, vorletztes Jahr. Ja. Und also, was kann man sagen? Hoffen wir nur, dass das irgendwie für die Kinder abgefangen wird. Und hoffen wir, dass der das Boris auch immer Zugang zu seinen Kindern haben wird. Ja, ne? Genau. Das ist ja auch noch ein wichtiger. Und ich wünsche ihm das auch, dass er wirklich, dass ich das Sorgerecht wirklich teile, dass er seine Kinder sehen kann, wann er sie eben sehen will. Mhm. Ne? Wiebke aus Leim war das. Und wir haben uns über Boris Becker und die ganzen schlimmen Sachen des Rosenkrieges unterhalten. Mach ich. Alles Gute. Alles Gute gleichfalls. Danke, tschüss. Tschüss. Ach, so ein bisschen Klatsch und Tratsch ist doch immer wieder schön bei uns hier. Sandra, 31, grüße dich. Hallo. Hallo. Das ist nicht Sandra, sondern Matthias, 27, stimmt das? Das ist richtig. Hallo Matthias, aber da ist auch eine Sandra bei dir, ne? Die ist schon bei mir, aber im Moment geht's ihr nicht so wirklich gut. Ja, Matthias, um was geht's denn? Um was es geht, und zwar bin ich mit Sandra jetzt seit 2 Jahren zusammen. Mhm. Sie ist jetzt im 5. Monat schwanger. Mhm. Und
die Sache ist dabei, dass ich ihr jetzt eingestehen musste, dass sich meine sexuelle Fantasie auch auf Männer mit einbezieht. Das war natürlich erst ein Schock. Einteils hat es auch geahnt, sagt sie, in meinem ganzen Benehmen. Und jetzt bin ich mir halt nicht sicher, wie es weitergehen soll, beziehungsweise ob ich einen Schritt wagen sollte, es auszuprobieren. Also du hast es noch nicht gelebt? Ich habe es noch nicht erlebt, nein. Seit wann merkst du das, dass du da ein gewisses Interesse hast in dir, dass sich das entwickelt? Das habe ich seit etwa, wie ich 13, 14 war, würde ich sagen. Ach doch, auch so lange schon. Ja, schon. Aber ich habe es seither unterdrückt. Ich habe es versucht mit vielen Bordellenbesuchen, sage ich jetzt mal, wo ich wirklich versucht habe, nicht dran zu denken, beziehungsweise das zu überspielen. Aber ich habe auch gemerkt, dass es bei diesen Damen nicht ging. Also, ja, warum hast du es nicht einfach mal irgendwann ausprobiert? Weil ich es mir selber nicht eingestehen wollte. Jetzt bist du 2 Jahre, hast du gesagt, mit Sandra zusammen. Richtig, ja. Und sie ist im 5. Monat schwanger. Richtig, ja. Wann hast du es ihr gesagt? Vor etwa 3 Tagen. Warum hast du es ihr gesagt? Weil sie gemerkt hat, dass bei mir etwas nicht stimmt, dass immer wieder mal etwas durchgesickert ist und wir haben auch viel gestreitet in letzter Zeit. Und Was heißt durchgesickert ist? Ja, sie sagt in meinem ganzen Benehmen ist etwas so, ich weiß nicht genau, wie sie es jetzt gemeint hat, aber sie sagte, in meinem Benehmen wäre irgendetwas, was sie schon stutzig gemacht hat. Und jetzt, hast du den Eindruck denn, dass es, dass dieser Drang oder diese Sehnsucht danach auch größer wird oder stetig zunimmt? Das ist nicht so. Das Problem dabei ist, jetzt wo ich es ihr gesagt habe, ist mir persönlich, ich habe es nie jemandem gesagt, also ich habe es wirklich immer für mich behalten, dass mir ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen ist. Also da ist wirklich eine Last von mir runtergefallen. Und jetzt merke ich auch, dass, dass ich offen darüber reden kann, dass sich meine ganze Situation geändert hat. Und schwuppdiwupp entscheidest du dich dazu, das gleich im Radio und im Fernsehen zu erzählen? Als großes Outing quasi? Matthias, hat das denn jetzt irgendeine eine Veränderung auch in deinem Gefühl zu Sandra bewirkt, dass du das ausgesprochen hast? Nein, das hat keine Veränderung. Aber das Problem ist halt bei ihr, dass sie sich, zum Beispiel, wir haben uns jetzt entschlossen, es mal auszuprobieren. Sie muss mit dabei sein. Und also mit einem anderen Mann? Richtig. Ja. Ist die Sandra gerade wieder ins Zimmer gekommen? Die ist neben mir, ja. Würde sie gerne mit mir reden wollen, dann würde ich dich bitten, sie mir einfach mal zu geben. Ja, ich glaube, ich gebe sie dir mal. Ja, ja. Okay. Hallo. Hallo Sandra, schön, dass du da bist. Hi. Als er dir das vor kurzem erzählt hat, hat dich das geschockt? Einteils ja, einteils nein, weil ich habe es irgendwie geahnt. Und wie hast du das, habe ich ja gerade schon versucht, bei ihm rauszukriegen. Wie hast du das geahnt? Weil wir von Anfang an einfach immer Probleme hatten beim Sex. Weil es, anfangs ging es gar nicht und dann zwar immer besser, aber immer wieder ging es dann mal wieder nicht. Also, und er hat es dann aufs Desk geschoben, dass er gesagt hatte, er hätte vorher noch keine Freundin gehabt, was ich aber auch nicht glauben konnte, weil er war ja schon älter. Und stimmt das denn, dass er keine Freundin hatte? Hast du das stimmt, ja, das, also wenn ich ihm glauben kann, das Problem ist eben, da er mir 2 Jahre lang jetzt praktisch immer wieder andere Lügen erzählt hat. Ja, weißt du gar nicht, was du glauben sollst. Ne? Ja. Ja. Gab es denn zwischen euch irgendwann mal in den 2 Jahren eine Sexualität, von der du sagen würdest, das war schon schön, das war okay, das war toll? Oder eigentlich nie so richtig? Doch, schon. Das schon. Liebst du ihn? Ja. Sehr? Ja. Ja. Und jetzt hast du dich dazu entschieden oder ihm angeboten, dass ihr zu dritt mal was macht mit einem anderen Mann? Nein, nicht zu dritt, sondern er möchte, dass ich dabei bin, weil er also Angst davor hat, aber also nicht zu dritt, weil das ist eigentlich nicht mein Ding. Ach so, da soll ein Mann dann zu euch ins Schlafzimmer kommen und die beiden treiben das miteinander und du guckst zu, oder wie? Nein, eigentlich auch nicht, nein. Ich wollte da schon abseits, nur er hat, also so, dass ich eben ein Teil schon dabei bin, aber nicht im gleichen Zimmer oder so, weil ich wichtig für mich ist eben, dass ich weiß, weil er weiß ja selber nicht, ob er bisexuell ist oder schwul. Also ich habe ihm deswegen das angeboten
um damit er das rausfindet. Also. Das ist aber sehr toller Zug von dir, eine tolle Einstellung. Es könnte ja auch sein, es hätte ja auch sein können, dass du jetzt ganz hysterisch reagierst oder ganz eifersüchtig reagierst, zumal du auch noch schwanger bist im fünften Monat. Ja, und noch vier Kinder habe. Und noch vier Kinder hast? Ja, aus erster Ehe, ja. Finde ich eine sehr souveräne Einstellung, was du da mitbringst, dass du ihm die Chance gibst, sich auszuprobieren und jetzt nicht an ihm rankrallst und sagst... Nein, weil das bringt ja nichts, weil natürlich nachher nicht. Rennt er mir irgendwann... Ja. Gib ihm mir nochmal kurz, Sandra, wir reden gleich nochmal kurz. Ja? Matthias, ja. Das ist natürlich ein verrücktes und tolles Angebot, ne, von der Sandra. Das ist sicherlich richtig, Willst du das jetzt in Anspruch nehmen und wahr machen? Also wir probieren es schon, aber meine Angst dabei ist, dass ich da etwas entdecken könnte, was mir jetzt im Moment ehrlich gesagt Angst macht. Mhm. Wie kommt ihr denn an diesen Mann? Keine Ahnung, das wissen wir noch nicht. Du hast vorher keine Freundin gehabt, bevor du Sandra kennengelernt hast? Nein. Du hast auch vorher nicht mit einer Frau geschlafen gehabt? Nein. Nee. Findest du das geil, mit Sandra zu schlafen? Sehr. Sehr? Das ist der Wahnsinn für mich schon, ja. Weil sie gerade so ein bisschen gesagt hat, am Anfang lief das nicht so dolle mit euch im Bett. Ja, da waren sehr, ich sag mal, schon größere Schwächen bei mir. Mhm. Du warst aber immer wieder vorher, hast du gerade gesagt, so bei Prostituierten, ja. Ne? Um deine sexuelle aktiv sein zu können. Ja, ich habe auch gesagt, dass da nichts gelaufen ist. Also es ist nie bis zum Äußersten gekommen oder... Achso, das ist gar nicht richtig zur Sache gegangen bei den Prostituierten. Es ging nicht. Es war wie ein Blockade bei mir. Mhm. Also Matthias, erstmal finde ich es wirklich klasse, dass du eine Frau hast wie Sandra, die dir so viel Freiraum jetzt auch gewährt und sagt. Ja, da bin ich auch wirklich froh drum. Und ich würde dir wirklich auch dringend raten, mach es und probier dich aus. Und wenn du etwas an dir entdeckst, was du vielleicht so auch noch gar nicht wahrhaben möchtest, dann ist es halt so. Aber es ist die Wahrheit. Alles andere ist ja Lug und Trug und Verdrängung. Eben drum. Und es kann ja auch nicht sein, dass ich das jetzt unterdrücke. Nein. Sage mir, nein, das ist es nicht. Und in 5, 6, 7, 10 Jahren, dann renne ich hier davon, weil es wirklich nicht mein Ding ist. Genau. Und selbst wenn jetzt irgendetwas sich entwickelt in der nächsten Zeit in Richtung vielleicht, dass du voll und ganz schwul bist oder ich weiß es nicht, irgendwas, dass ihr eure Beziehung so nicht weiterführen könnt wie bisher, gibt es ja vielleicht auch noch genügend Modelle, dass ihr euch arrangieren könnt. Ihr habt ja ein Kind zusammen und habt Verantwortung zu tragen. Schon. Aber ich finde es nochmal gesagt, toll von der Sandra, dass sie so reagiert. Ehrlich. Ja, das weiß ich, das muss ich auch wirklich hoch. Jetzt müssen wir erstmal mal einen Mann für dich finden, ne? Ja. Ich will aber keinen Aufruf hier machen. Bitte schreibt nicht oder ruft nicht an. Ich will Matthias verführen. Ja, das wäre es auch noch. Auf was für Männer stehst du denn? Nur mal so gefragt. Schon eher die muskulösere Richtung. Die muskulösere Richtung. Ja. Hast du dir denn auch schon mal heimlich schwule Pornos gekauft? Nein, das habe ich nicht. Das nicht? Das ist bis jetzt alles rein in Gedanken bei mir abgelaufen. Mhm. Und es ist durchaus auch so, dass mir, ich sage jetzt mal auf Deutsch, dass mir einer steht dabei und dass ich geil werde davon. Mhm. Das ist aber nicht die Hauptsache, an die ich denke, sondern das kommt immer wieder mal durch. Ja. Also Matthias, mach es und sieh zu, dass du eine Erkenntnis findest für dich. Und wenn es kompliziert wird, es ist aber dann eine ehrliche Ebene, auf der ihr dann weiterleben könnt. Alles Gute und du gibst mir bitte nochmal die Sandra. Okay, ciao. Ja, tschüss, Matthias. Hallo. Sag mal, was passiert denn jetzt? Nehmen wir mal den Fall an, es kommt dabei rum oder es entwickelt sich immer mehr in die Richtung, dass Matthias sagt, ich bin schwul. Was dann? Tja, dann kann ich auch nichts machen. Aber ihr kriegt ein Kind zusammen jetzt. Ja, schon. Das ist ja das Problem. Mhm. Aber ich habe ihm schon angeboten, dass er sein Kind trotzdem sehen kann und dass man halt Freunde bleibt. Aber trotzdem bleibe ich halt auf der Strecke. Das ist das Problem. Mhm. Ja, muss ja nicht sein. Ne? Es könnte sich auch eine ganz tolle Freundschaft zwischen euch entwickeln, die vielleicht viel dauerhafter ist als eine Beziehung. Schon, ja, aber ich liebe ihn ja. Das ist ja das Problem. Mhm. Bietest du ihm das jetzt an, weil du ihn so sehr liebst oder bietest du es ihm an, weil du auch für dich Klarheit haben möchtest? Ja, Klarheit eben, weil ich muss ja wissen, ob er wirklich schwul ist oder ob, sagen wir mal, nur Gedanken reichen, ob es wirklich fertig bringt, das zu tun oder nicht. Also. Kannst du dich erinnern, als du das allererste Mal irgendwas bemerkt hast in ihm, wo du dachtest, da stimmt was nicht? Eigentlich daran, dass er
zum Beispiel mich an bestimmten Stellen nicht gern berührt, was eben markant ist für eine Frau. Mhm. Und hast du ihn auch schon mal dabei ertappt, dass er auf der Straße mal den Jungs hinterher guckt? Den muskulösen Jungs hinterher guckt? Also ich habe schon bemerkt, ja. Ja. Mhm. Das tut dann auch schon weh, ne? Ja, schon. Ja, also wenn ihr jetzt diesen Weg geht, wünsche ich... Das ist natürlich für dich jetzt schwierig. Ja. Für mich ist es schwierig, was ich dir wünschen kann. Ne? Mhm. Aber ich habe gerade zu dem Matthias gesagt, es ist auf jeden Fall ehrlich, was dann passiert. Ja, das ist das Wichtigste, nicht belügen kann. Habt ihr denn in eurem Umfeld bisexuelle Männer oder schwule Männer? Nein. Das nicht? Überhaupt nicht. Mhm. Habt ihr denn so aus Spaß schon mal darüber nachgedacht, wie ihr das arrangieren könnt, das Ganze? Ja, wir haben halt keine Ahnung, wie man sowas macht oder wo man dahin geht oder... Das ist das Problem. Kann ich euch jetzt hier in aller Öffentlichkeit auch keinen schlauen Ratschlag geben, aber ich glaube, dass ihr das schon hinbekommen werdet. Naja, mal sehen. Also Sandra, bist eine tolle Frau, finde ich. Dankeschön. Und euch, wie immer, dass sich alles jetzt auch entwickelt, gutes Gelingen und alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Danke, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Leo Scholten und morgen haben wir ein festes Thema. Ich habe es gerade schon gesagt, sag's nochmal. Das Thema heißt, da war ich ein Feigling. Geht mal so ein bisschen zurück in eurem Leben oder lasst mal alles Revue passieren. In welchen Situationen wart ihr am feigsten und ärgert euch vielleicht heute schwarz darüber? Oder sagt auch heute, naja, ich konnte damals nicht anders. Ich musste irgendwie feige sein aufgrund der Konstellationen, in denen ich damals gelebt habe. Da war ich ein Feigling. Morgen Thema bei Domian. 1 Uhr Radio 1 Live, wieder Fernsehen. Und ab 0 Uhr könnt ihr uns hier schon erreichen. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht und freue mich auf morgen. Bis dahin. Ciao. Es ist 2 Uhr.